Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Witcher 3 auf Kellerkind.org. In der letzten Folge, ja, haben wir unsere Forderungen gestellt bekommen und, ja, sind jetzt nicht ganz so begeistert von der ganzen Geschichte. Aber was will man machen? Was will man machen? So, wo darf ich denn jetzt hin? Weil wir müssen jetzt einen toten Bruder finden. Na? Da oben irgendwo. Ah, da. Alles klar. Dann mal ab zum Westtor. Ja, sind wir mal gespannt, wie wir diese Forderungen erfüllen dürfen. Kann ja noch sehr lustig werden. Hast du es eilig? So, da vorne sind wir schon da. Einmal um die Kurve. Okay. Achso, ich soll die Treppe rauf. Hilf uns. Ich wollte schon sagen. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Wie wahr? Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redania sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt.
Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Ja, typisch Radovid. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Seit die Kämpfe vorbei sind, wohne ich zu Hause und behandle in der Praxis die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Er könnte ein Magier sein, ein Dämon oder ein Djinn. Du weißt es nicht? Er hat große Macht. Mehr muss ich nicht wissen. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Okay. Dann, Spiel, was tust du hier schon wieder? So, wo haben wir denn diese wundervolle Familienkrypta? Ganz am Poppes. Gut, dann würde ich sagen, von wo aus kommen wir denn am besten dahin? Ja, dann gehen wir zum Garin-Anwesen. So, müssen wir jetzt nur noch ein Schnellreise-Dingens finden? Pass doch auf. Da haben wir schon eins. Usch. Daniel, lang lebe Radovid. Thank you.
Beweg dich! Bin ich ja mal jetzt echt gespannt, was hier jetzt auf uns zukommt. Ich meine, wenn wir jetzt hier den Bruder wieder aus dem Totenreich erwecken, das kann eigentlich nicht gut gehen. Also noch nie ist irgendwas Gutes passiert, wenn man Blutmagie benutzt hat. Niemals. Ich mag sowas nicht. Naja, juhu. So, ein Spot mehr. Und langsamer. So. Ich nehme mal an. Unser Navi führt uns jetzt direkt dorthin. Komm jetzt. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Wusste gar nicht, dass du heiratest. Ich doch nicht, Dummkopf. Meine Freundin. Die Girlande ist nicht für mich. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du uns auch was gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Gehen wir. Der Wälzer hatte recht, sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist mir zu unheimlich. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Ja, mach ich. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Oh, wenn es grün leuchtet, ist es nicht gut. Au. Komm. Komm. Wenigstens waren die nicht viel Schaden. Sehr gut. Na komm, Erscheinung. So. Du bist weg. Na komm. Ah. So, zack. Komm. So, war's das jetzt? Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Ja, und vor allen Dingen erstmal looten. Das wäre mir ziemlich wichtig. So, dann schauen wir doch mal. Ein rot leuchtendes Becken. Sehr schön. Was haben wir da? Dann lesen wir erstmal. Honoratina, geliebte Frau von Kestatis, gestorben 1257.
Ja, erstmal die Leiche suchen. Das ist eine gute Idee. Eulalia von Everick, gestorben 1250. Eulalia von Everick. Nein, du sollst die Münzen aufheben. Eulalia von Everick, gestorben 1250. Geralt, mach doch nicht immer so Sachen hier. Da liegen noch mehr Münzen. Sehr schön. Was bin ich nur für ein Schwein? Ich plündere hier die ganze Grabstätte. Oh, da ist ein Schwert davor. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Wladimir von Everick, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Machen wir doch. Wo ist das Teil? Oder ist das hier mit dabei? Nee. Da haben wir es nicht. Da, Questgegenstände. Das ist das Blut. Wo ist das Rauchdingsi? Rauchdingsi. Rauchdingsi? Achso, habe ich schon dabei. Sowas. So, Schnellzugriff. Rauchfass. Leben und Tod und Chaos hinein. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anziehen. Was für eine geile Stimmung hier. Leben und Tod und Chaos hinieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Leben und Tod und Chaos hinein. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everick zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einmalei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everett erwecken kann. Wahrhaftig, es lebt nur noch einer aus unserer Linie, Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Sterben, du wirst sterben.
Uiuiui, Ghostbusters! Zerrettet! Au, au, au! Ey, jetzt hier mal. Ey, komm! Au, 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 au! Au! Lasst mich hier raus! Ah, ich will aus der Ecke raus. Oh, das ist nicht gut. Viel zu viele Gegner. Eins, so, weg. Oh. So, komm, zwei weg. Uiuiui, ui, ich hau nochmal einen rein. Na komm, Ernest. Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everek, Olgierts Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Das könntest du ihnen auch tun. Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierts Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgiert und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will ja immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everex haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Ist meistens so. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Hör mal, ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgierd doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch, nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert?
Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie, zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ich könnte dir jemanden bringen, von dem du Besitz ergreifen kannst. Hör auf zu maulen, gehen wir. Darauf wird er sich nicht einlassen. Probieren wir es erstmal. Komm schon, wir verschwenden nur Zeit. Und das soll mich kümmern? Wenn ich eines habe, dann Zeit. Warst du zu Lebzeiten eigentlich auch schon so ein Ekel? Mach mich nicht sauer, Jungchen. Ich hab nur eine Nacht. Ich will anständig feiern und nicht anderen dabei zusehen. Was schlägst du vor? Ich habe eine Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Jetzt hat er von uns Besitz ergriffen. Geralt. Sehr schön. Wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Es ist seine Schuld. Es ist mir eine Freude, holde Maid. Wessen? Seine, die von Olgierds Bruder. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu,
Ich soll Vladimir von Evarek die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal. Willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Um ehrlich zu sein, unter uns, dieser Hexertyp ist ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha! Wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Evarek. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen. Also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Evarek, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in anderer Leute Gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Ich denke, damit haben wir ihn ein bisschen beruhigt. Ich bin direkt hinter dir. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Hübsches Mädchen. Wenn du die noch nicht gebumst hast, bist du ein Trottel. Finger weg von ihr. Ich soll eine schöne Zeit haben. Was kann ich dafür, dass ich es mit allen Frauen im Heu am schönsten finde? Wie ist dieses Hexerleben denn so? Das willst du nicht wissen. Dann hätte ich nicht gefragt. Nun erzähl schon. Es würde dir nicht zusagen. Diese Zeichen, die würde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen? Deine Hexerzeichen. Habe ich nie gewirkt. Könnten interessant sein. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Schönes Pferd, wirklich. Gute Haltung, kräftiger Rumpf, stabiler Widerrist. Fein, fein. Du kennst dich mit Pferden aus? Aber sicher,
Meine größten Leidenschaften zu Lebzeiten. Mähren und Mädels. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Ja, jetzt haben wir diesen komischen Typ bei uns im Kopf. Ist schlimm, als ob wir nicht schon genug Stimmen gehört hätten. Nee. Naja. So ist das manchmal. Ich erinnere mich an diese Mühle. Sorry. Da sind Olgiert und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Nicht so schnell, Plätze. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Oh Mann. Sieh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Ja, auf jeden Fall. Hey da, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Oh nein, wir klauen nicht. Komm schon, wir leihen es doch nur. Oh, das ist genau das Richtige. Jetzt ziehe ich auch noch so hässliches Zeug an. Na gut, es sah nicht. Sah schlimmer aus, als es ist. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Du rasierst mir nicht mal ein Bart ab. Der hat mir wirklich ein Bart rasiert. Oh Mann. Ich hab ihn so schön wachsen lassen. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh. Ein Schwanenhals. Eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Sei gewiss, je näher du mich kennenlernst, desto besser werde ich dir gefallen. Wie nah wäre das? Nah genug, dass du all meine starken Seiten siehst, mein Liebchen. Und ich habe so viele. Oh mein Gott! Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest, statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns.
Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mehr anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo Welt, da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit, volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit und schöne Frauen zuhauf. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Vorsicht vor dem Hund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Das ist so ein Schleimer. Machen wir unsere Aufwachung. Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute, die duften vielleicht. Ich könnte glatt... Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Schar? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Okay, die anderen Sachen frage ich nicht. Der will ja nur Unfrieden stiften. Genug geschnattert. Die Zeit, sie fliegt. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher.
Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Ich denke, das haben wir relativ anständig durchgekriegt. Oh, so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber wir sind doch in Novigrad. Unsere Tochter geizen wir nicht. Oh nein. Die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan. Das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methode. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich, ich wollte doch saufen. Ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun, aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali! Das Abenteuer ruft. Das sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Wie läuft die Suche? Keine nennenswerten Funde bisher. Doch ich gebe nicht auf. Die Hexerarbeit ist wie für mich gemacht. Ja, also dafür, dass sie wartet, ist sie außerordentlich kommunikativ. Was geht hier ab? Ah, da oben ruft irgendwas. Das scheint wohl unser Endpunktziel zu sein. Satan. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Und was jetzt? Das sind nicht die Druiden, die du suchst. Was für eine Macht! Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst.
Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Satan. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe! Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut, auf geht's. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Ja, es ist lustig. Es war was ganz anderes. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? Ein Schwein. Ein Schniedel, eine Zeltstange. Versteck dich. Halte mich. Noch mehr Treibgut aus dem... Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Ja, gut, dass wir dabei sind. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Werde Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist. Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Ah!
Naja, mit dem Atem, nachdem er so viel getrunken hat, kein Problem. Ah, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Trich mit uns! Schönen Damen schlage ich nie etwas an. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Das war aber ein kräftiger Schluck. Meine Güte, meine Fußmutter stinkt. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Tja, dann wohl nicht. Schauen wir mal hier drin. Oh, Disco! Auf euch, ihr Herren Zwerge! Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Auf das junge Paar! Mögen ihre Lenden niemals aufgeben! Ah, das Schöne ist, die Uhr ist angehalten. Das fällt mir jetzt erst gerade auf. So, ich will tanzen. Charlie, yeah. Lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Elefant. Lass dich nicht aufhalten. Yeah, Geralt hat die Moves. Yeah. Oh, schauen wir mal, was das hier gibt. So, wie kommen wir denn jetzt hier aufs zweite Stockwerk? Weil irgendwas ist hier oben drüber. Ah, da ist eine Leiter. Zweimal dran vorbeigelaufen. Schau mal da, Schatz. Die Leiter lädt geradezu ein, nach oben zu huschen, wo wir zwei uns austauschen. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Einfach so? Fällt dir an. Hä? Komm. Am wichtigsten ist, dass du dich amüsierst. Das Beste draußen. Na, wo ist er? Da. Setzen wir uns. Einfach so? Ich bin ganz Ohr. Worüber sollen wir reden? Ich meine, uns austauschen. Nun, letzten Endes... Ja. Weißt du, die Sache ist die... Komm schon, spuck's aus. Ich... Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurück. Okay. Aber was erwartest du denn? Du hast mich eingeschüchtert. Große Klappe, nichts dahinter. Ich hatte bisher nur mit einfachen Maiden zu tun. Du hingegen bist Chirurgin. Dich nicht einfach zu nehmen, war die richtige Entscheidung. Und nun, es auf dem romantischen Weg zu versuchen. Oh, schau, die Winzlinge spielen Karten. Nein! Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich habe mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Nein! Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Tu mir das nicht an, Spiel.
Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie. Oh mein Gott. Ich kann das gar nicht. Ich hasse es. Ja gut, dann verliere ich eben alles. Ich soll irgendeine Karte ablegen. Und dafür zwei neue ziehen. Aber ich habe ganz andere Karten als das letzte Mal. Ich habe wahrscheinlich noch irgendwas dazu bekommen. Interessant. Ja. Keine Ahnung, schmeiß den mal raus. So. Was macht denn die Karte? Ah, okay. Das ist natürlich gemein. Dass er mir meine Fernkampfkarte blockiert hat. Okay. Dann lassen wir ihn die erste Runde machen. Genau, setz ruhig aufs Feld, was du willst. Das war das so, dass man nicht mehr ziehen darf. Und dann habe ich für die zweite Runde. Das habe ich mir nämlich gedacht. Wir dürften eigentlich noch genug da haben. Ach du meine Güte, 16. Okay, das haben wir wohl verloren, oder?
Ja, das habe ich befürchtet. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt alles verliere. Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Andere Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst? Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört? Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Sexy, ne? Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen wie Braten und Schnaps. Ja, mit 5% kann ich leben. Genießen wir die gute Zeit. Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Na komm, Mädchen. Du bist wirklich nicht übel. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber darauf kann ich einherschreiten wie eine Frau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt?
glaube nicht. Oh. Was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das hab ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag mich. Charlie, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Das würde nichts. Ich tanze nicht gern. Ich würde mich dir nicht aufdrängen. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Ja! Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum tust du es dann nicht? Na? Raus damit! Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Vladimir von Evereck. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht grob. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt dein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Euer Lied angesagt hat. Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komme wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Die Nacht ist jung, komm, lass uns wild sein. So, wir haben aber jetzt schon ganz schön überzogen hier. Ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir dann mit dem Spiegelmeister und schauen mal, was es hier auf der Hochzeit noch so zu erleben gibt. Damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge hier von Witcher 3 Hearts of Stone auf Kellerkind.org. Habt eine gute Zeit. Ciao.